Es ist kurz vorm Wochenende. Manch einer freut sich und so sehr schon, dass das Wochenende bevorsteht und man endlich mal nicht auf den Markt gucken muss. Andere können es nicht mehr abwarten, denn es ist ja aktuell spannend. Was hat der DAX uns aktuell beschieden oder beschieden? Also, wir haben eine Bewegung, die sowohl nach unten sehr korrektiv anmutet. Das sehen wir hier. Machen wir mal hier den Schriftzug aus, dann kann man es auch noch besser erkennen hier. Die Abwärtsbewegung, die jüngste, die wir hatten, die sieht eher tatsächlich nach einem Dreiweller aus. Also gar nicht so schlecht, aber wenn man ehrlich ist, das, was wir hier im Moment sehen, ist so richtig der Druck nach oben auch nicht. Also Fragezeichen da vielleicht aktuell bei den Marktteilnehmern im Sinne von, mal gucken, wohin sich das Ganze entwickelt. Ich denke mal, der DAX, der ist heute eh durch. Deshalb lasst uns nach Amerika gucken. Da ist das Bild eigentlich viel spannender und weiterhin ganz klar nach oben gerichtet. Und das sollte sich auch vorläufig nicht ändern. Zumindest mal, wenn Rücksätze einfach nur im Regelfall korrektiv sind, mehrwellig, also mit vielen Überschneidungen oder eben so typisch diese dreiwellige Geschichte. Die finde ich eigentlich noch wäre sehr, sehr schick, wenn sie denn dann bald mal käme. Bis jetzt gab es immer nur so kleine Rücksetzer. Nichts gegen kleine Rücksetzer. Auch die kann man natürlich handeln. Das Problem ist, dann sind die Mindestziele natürlich auch auf der kleinen Ebene eher zu suchen. Also wenn ihr seht, ja, okay, das ist wohl eher die schwache Ebene und auch so halbwegs A, B, C, dann ist halt eher das so eine kleine Fortsetzung. Da kann man dann nicht jetzt zwangsweise aus dem 5-Minuten-Chart rausschließen, dass es die nächsten Wochen nach oben geht. Aber immerhin, man hat dann mal die Orientierung, solange der steil nach oben und wackelig runtergeht. Ja, wohl eher dann doch die Oberseite, wenn er dann eben wieder triggert, einfach, dass es dann nochmal sich in irgendeiner Form fortsetzt. Nicht alles davon nutze ich persönlich gerne, das muss nichts heißen, aber ich finde es immer schöner, wenn es eine größere Korrektur mal wieder gibt, die dann quasi im großen Bild uns wieder einnordet. Das könnte zum Beispiel dann so aussehen. Muss nicht so groß sein, muss nicht so langgezogen sein, kann natürlich auch irgendwie was so in dieser Richtung sein, aber etwas, wo man sagt, jawohl, diese Strecke ist jetzt mal wieder wirklich konsolidiert, das finde ich ganz gut. Das Schöne wäre nämlich auch, nicht nur, dass es dann nochmal günstigere Einstiegspreise gibt, das ist gar nicht mal der große Effekt, sondern dass wir dann die Bestätigung haben, dass jedweder Gegenversuch im Keim erstickt wird, nämlich dadurch, dass die Bewegung dann doch sehr, sehr schwach ausfällt, eben nicht mit der Power nach unten gedrückt wird. So, also wir sehen, das wären alles ganz gute Zeichen. Wovor ich Sorge hätte, wäre, falls wir eine sehr steile Bewegung nach unten bekommen. Und dabei kommt es mir gar nicht so sehr auf die Größe drauf an. Natürlich macht mir die mehr Sorge als jetzt so eine. Aber eine schnelle, eine einsilbige, also eine ganz schnelle, ganz kurze Bewegung, die jetzt in einem Schub mehr oder weniger passiert, das ist eigentlich so ein klassisches Zeichen, wenn eine Gegenbewegung dann wackelig ist, also dreiwellig beispielsweise, dass sich das in irgendeiner Form nochmal fortsetzt. Also wenn ihr so eine einfache habt, dann wisst ihr, nee, das ist es eigentlich nicht. Wenn die dann aber dreiwellig ist, ach ja, eigentlich müsste sich, sagt er ja immer, dass sich nochmal so ungefähr nochmal fortsetzen. Dass das natürlich nicht immer so ist, ist auch klar. Also bitte jetzt nicht von diesem Beispiel jetzt darauf schließen, das ist immer so. Aber es ist halt nur mal ein Klassiker, den man als mindestens als eine Orientierung, als ein typisches Marktverhalten mal im Hinterkopf haben kann und haben sollte aus meiner Sicht. Also, die Bullen haben noch gut lachen, es gibt noch nichts zu maulen an der Geschichte. Alles noch safe beim Dow Jones. Und ähnlich sieht es aus beim S&P. Dort sind wir sogar hier über das neue Hoch, nein, über das alte Hoch nochmal drüber. Also wieder herzlichen Glückwunsch. Da bimmeln alle paar Sekunden die All-Time-High-Levels sozusagen und fordern zur Gratulation. Es schießt weiterhin nach oben, ein gutes Zeichen. Insbesondere, wenn jedwede Korrekturen weiterhin eben korrektiv, also A, B, C-mäßig schwach eben unterwegs sind. Nur starke Bewegungen sind da eher doof. Jetzt seht ihr hier so ein Beispiel. Ja, aber hier hat es jetzt nicht geklappt. Hier vorne hat er doch so ein scharfes Ding. Jetzt haben wir, ist das ein Dreiweller? Naja, eigentlich ist es kein wirklicher Dreiweller, wenn man den Eindruck hier vermittelt bekommt. Also da bin ich mir noch nicht sicher. Und wir sind hier ja über den Startwert raus. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die würden erstmal dagegen sprechen. So, also wenn es wackelig runterkommt, immer noch nicht in Panik geraten, dann einfach überlegen, naja, solange es eher die schwache Richtung ist, die kommt, die Fortsetzung angucken. Solange es die schwache Richtung ist, die Fortsetzung angucken. Solange es die schwache Richtung ist, die Fortsetzung angucken. Solange es halt eben einigermaßen trägt. Also das mal als Grobidee für diese aktuelle Geschichte. Jetzt gucken wir nochmal auf den Nasdaq, denn der Nasdaq ist eigentlich super spannend, denn der hatte so eine Geschichte. Ich mache mal hier unsere alten Alarme raus. Alt ist gut, das ist im Minutenchart, aber es ist etwas, was wir uns gerade live am Chart hier angucken, gemeinsam für die Freunde von Born for Trading. Wer da Interesse hat, einfach
mal überlegen, ob das mit dem Live interessant ist für euch. Ansonsten guckt selber natürlich gerne drauf, und zwar auf was? Wir hatten hier eine starke Abwärtsbewegung, eine wackelige Gegenbewegung, eine zugegeben etwas verkürzte, aber immerhin noch mal einmal nach unten gerichtete Bewegung. Und jetzt haben wir ein Gegenangebot, nämlich hier im Minutenchart. Ihr seht, das ist eine starke Aufwärtsbewegung. Solange diese Bewegung stark ist, ist die Abwärtsbewegung hier komplett konterkariert. Abwärts ist aktuell nicht en vogue. Wir sind hier definitiv im Moment jetzt für die Bullen eigentlich präpariert. Der Bullenmarkt scheint hier im Moment der gültige zu sein und auch nicht sich noch fortzusetzen. Ja, da haben wir eine kleine Korrektur gehabt, die wollen wir jetzt nicht überbewerten, aber nur, dass ihr so den Tenor so ein klein bisschen im Auge behaltet. Das ist jetzt zugegeben für die, die es ganz kurzfristig hardcore-mäßig angehen wollen. Aber auch im etwas größeren Bild seht ihr, dass noch auf der Abwärtsseite kein echter Druck entsteht. Wenn Druck da ist, ist es meistens, dass es dann doch eher dreiwellig ist, was ja eben die Fortsetzung nach oben beschreibt. Also hier auch ebenfalls, wenn man sich das hier mal anguckt. Und selbst wenn, dann ist es aber auch nicht wackelig nach oben, sondern ja wieder relativ schubmäßig, möglichst ohne Überschneidung. Das heißt, dass diese Rücksetzerniveaus eben einfach nicht überschneidend sind. Und je weniger sie überschneiden, desto besser. Und wer jetzt natürlich feststellt, aber hier hat es doch überschnitten, der da und der. Ja, aber die spielen auf einer kleineren Ebene eine Rolle. Achtet immer drauf, welche Größenordnung. Und da könnt ihr Zeit ein bisschen ins Kalkül ziehen, aber natürlich auch die Höhe als Ausmaß. Und da seht ihr, dass diese Höhe hier für diesen kleinen Rücksetzer natürlich nicht identisch ist und die Zeit dafür ebenfalls nicht. Also, das sind alles so kleine Indizien, die einem dazu helfen. Aus meiner Sicht kann man hier eigentlich nur sagen, der Bullenmarkt erlebe hoch. Sieht im Moment überhaupt nicht aus, als ob da Schwäche da ist, obwohl wir natürlich damit rechnen müssen, dass früher oder später auch mal ein Rücksetzer da passiert. So, also in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, einen wunderschönen Nachmittag noch heute im Handel. Ansonsten hören wir uns entweder mit einem späteren Beitrag nochmal im Born for Trading oder aber dann sonst nächste Woche. Euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.